Unsere Gesellschaft lebt im Überfluss. Täglich werden noch essbare Lebensmittel aus den Supermarktregalen aussortiert. Und zwar so viele, dass Menschen, die nichts haben, noch davon leben könnten. Ohne Organisationen wie die Tafeln würden diese Lebensmittel einfach in den Müll geworfen werden. Die Tafeln helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu verringern, verteilen diese an Menschen, die es nötig haben, und geben somit denen, die nichts haben, etwas. Bei uns dürfen alle Menschen verschiedenster Herkunft und Sprache und Nationalität natürlich Ware mitnehmen. Dazu haben wir auch hier verschiedene Flyer auch extra drucken lassen in verschiedenen Sprachen, sodass auch noch mal ganz klar gemacht werden kann, wenn die deutsche Sprache halt nicht verstehen, nicht sehr gut verstehen, dass sie noch mal wissen, was machen wir hier, warum machen wir es hier, und dass sie auch hier herzlich willkommen sind bei uns. Wir erbitten hier auch natürlich einen kleinen Obolus von unseren Kunden. Das sind einmal 2 Euro pro Erwachsener und 50 Cent pro Kind. Die sind allerdings nicht für die Lebensmittel. Also man bezahlt hier keine Lebensmittel, sondern die sind für unsere Umlagekosten. Das ist Strom, das ist Wasser, das ist Heizung, alles, was benötigt wird, Sprit für die Autos, das ist Versicherung und so weiter und so weiter. Dafür erbitten wir halt einen kleinen Obolus. Ich sag mal, wir haben alles, fast alles, was das Herz begehrt. Hier haben wir ganz viel Auswahl an Wurst- und Fleischwaren. Dann haben wir Milchprodukte, Joghurt, Creme Fraiche, also es ist alles dabei. Dann haben wir hier ganz viel Kuchen, Obst, Gemüse, sieht man hier. Dann haben wir Tiefkühlware, wir haben Brot in vielen Sorten. Des Weiteren haben wir hier Gurken, auch noch einwandfrei, sind aber halt im Geschäft nicht mehr verkäuflich gewesen, war wahrscheinlich zu viel da oder wie auch immer, geben wir einfach mit raus. Wir werden behandelt wie jedes andere Unternehmen, was Lebensmittel in Verkehr bringt. Wir müssen also alle möglichen Sachen dokumentieren, wir müssen Temperaturen aufschreiben, wir müssen nach HACCP vorgehen. Das ist also die Dokumentation von sämtlichen Prozessen, die hier ablaufen. Wir bekommen von den Lebensmittelmärkten und auch von Fabriken Lebensmittel, die einfach nicht mehr verwendet werden können, die einfach nicht mehr in Umlaufprozess gebracht werden können. Und wie man hier sehen kann, wird jede Menge gelagert bei uns und geht natürlich dann auch schnell wieder raus. Muss auch schnell wieder rausgehen, weil von dem MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, halt erwartet wird, dass wir es weggeben. Rausgenommen werden Lebensmittel, die entweder schimmelig sind oder etwas nicht mehr den Ansprüchen genügen, auch unseren Ansprüchen nicht mehr, denn diese Lebensmittel werden an Menschen abgegeben. Ja, also hier habe ich zum Beispiel jetzt ein Produkt, das ist ein Marzipanbrot, wie man sehen kann. Dieses Produkt ist abgelaufen vom MHD 8.1.2015. Wir haben heute den 29.01. Das MHD besagt aber nicht sofort, dass das Lebensmittel schlecht ist oder weggeworfen werden muss, sondern es gibt verschiedene Produkte und Lebensmittel, die kann man durchaus nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch verzehren. Es gibt dann noch ein anderes Datum, das ist das zu verbrauchen Datum. Diese Produkte dürfen wirklich ab dem Tag, wo drauf steht zu verbrauchen bis, nicht mehr weitergegeben werden.